A swift retreat. Satisfied? What do you mean? Those who turned from Yevon died, while the faithful live on. The past 10 years have changed you, I see. Look so well. But now, more than ever, you must be the people's strength, their confidence. Anyone else would be expected to show their sorrow. But you are a summoner. You are Spira's hope. Until sin is defeated, you must not relent. Do you understand? Yes, I understand. Are you afraid? Yuna, take me as your pillar of strength. As Yuna Leska had her Lord Zaon. Lady Yuna, until next we meet, farewell. Die hat er recht, dass die Samana die Hoffnung von Spira sind. Aber der Typ ist mir sehr suspekt. So, nach dieser kleinen Szeneeinlage schaue ich mal, ob ich überhaupt zurückgehen kann. Also erst Kiste! Kiste, 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 Kiste! Mit einem High Potion. Yay! Weil mir fehlt ein Albedlix, kann nämlich das Neuner. Ja, das Thema hatten wir schon mal. Und das Thema ist noch immer da. Rest while you can. We leave soon. Okay. So, irgendwie konnte man hier zurück. Aber ich weiß nicht mehr wie. Ja, schau mal. Hi Kimari. Der hat bis heute nichts gesagt. Wahrscheinlich kann ich nicht mal reden. So, okay. Wie konnte man hier nochmal zurück? Es gab eine Möglichkeit. Also da, wo der grüne Punkt ist, da ist die andere Seite. Wir sind jetzt auf der Trümmerseite von Mihen. Wenn ich auf die Geldkarte mal kurz gucke. Ganz kurz. Achso, das Ordnen. Ups, benutzen. Okay, es ist immer kein Unterschied, aber ich will mehr nach Süden und ja, zurück. Damit ich dieses Albedlexika holen kann, aber ich glaube, das geht gerade nicht. Meine Soldaten an der Front haben nicht einmal die Hälfte überlebt. Meine ganze Einheit wurde ausgelöscht. Die Bürgerwehr ist am Ende. Nicht mal die Hälfte haben überlebt. Ich würde mal sagen, da sind viele gestorben. Ich meine, es ist auch Sinn. Ein sehr mächtiges Wesen. So, ich schaue, ob ich jetzt hier irgendwie zurück kann. Sieht schlecht aus. Na gut, dann muss ich halt an einem sehr späteren Zeitpunkt dieses Albedlexika nachholen, Leute. Ja, sorry, dass ich sie vergessen habe. Ich hoffe, ich behalte das im Hinterkopf. Ne? Dass ich dich vergessen habe. Aber ich werde schon nicht vergessen. Wenn, bitte erinnere mich dran. Wer soll ich bitte dran erinnern? Ich, keine Ahnung, vielleicht Leute, die es wieder anschauen. Ich weiß es ja nicht. Kann auch sein, dass ich nicht zurück kann, wenn ich hier den Bildschirm wechsle. Ich werde das gleich ausprobieren. Weil dann hier ein paar Leute nicht mehr da sind. Ja, hier geht es nicht weiter. Ich muss mit Auron reden. Da war doch was, da war doch was. Wir wollen schließlich nicht alleine hier weitergehen. Das wäre nämlich etwas suboptimal. Ah, da bist du. Hab dich kaum gesehen, Auron. Entschuldigung. Passiert. Sin is checked. Yeah. For a while there, I thought I could feel him. But that doesn't mean I believe you.
Sin is checked. He came here for you. So he killed all those people just for a chance to see me? That's what Sin does. He wanted to show that to you. Do you know why? How am I supposed to know? So you would kill him. As long as he is Sin, Jekt will keep killing. He wants you to stop him. You gotta be kidding. How do you know all of this anyway? Gute Frage. I'm not done talking to you. Don't you run away. You're the one running. Eine gute Frage eigentlich. Woher weiß Jekt? Woher weiß Auron, dass Jekt Sin ist? Ich und meine Verplapperer hier. Die beste Verplapperer des Jahres. So, dann will ich mal sagen. Wechsel mal den Bildschirm, wenn ich kann. Die Lulu ist jetzt auch weg. Wie sieht eigentlich mit Sphärobrett auf? Ich hab nichts gemacht, ne? Nope. Und Tidus braucht mal unbedingt mehr MP, da muss ich jetzt mal kurz schauen. Also hier haben wir ein MP. Hier haben wir ein bisschen HP, hier haben wir Fortuna, Geschick, Angriff, Almosen. Und hier ist ein bisschen MP. Also ich komme zu MP langsam sicher. Und ein bisschen Magie, ja, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Also mit Tidus wird auf das Sphärobrett noch sehr interessant werden. Darauf freue ich mich schon. Wenn da etwas weiter ist. Da sind ein paar Leute nicht mehr da. Hallo? Schlinder. Are you all right? Oh, alles okay. Thank you. I will. Ich habe mir schon den Speichersphärigen geheilt. Dafür ist er schließlich da. Now are dark times. Yuna tries hard. We should help her then. If we worry, she tries harder. Do not frown. Ich finde die Stimme von Kimari so tief. Don't worry, be happy. Ja genau, don't worry, be happy. So läuft das Ganze hier. Kimari, try too. Smile, let me see. Ja. Das muss er noch üben. Gut, willkommen auf der Jose-Straße, Leute. Aber zuerst will ich jetzt nochmal checken, ob ich zurück kann. Falls ja, schaue ich über dieses Albedlexika finde. Wenn nicht, dann muss ich in einen sehr viel späteren Zeitpunkt zurückkehren und das machen. Ich check das jetzt mal kurz ab. Es wird nicht lange dauern, keine Sorge. Oh, stimmt. Wenn wir zurückkehrt, kommen jetzt Gegner. Und man sieht, der Titus hat eine andere Waffe, die gar nicht so schlecht ist. So, dann wollen wir mal. Waha! Schön immer reinpfeffern hier. Und nebenbei noch ein paar. Moment, haben wir es denn? Tech. Ich will die Phosphoriden abstauben. Die brauche ich noch immer, die brauche ich noch immer. Das klappt gar nicht. Dam, dam, dam. Dam, bam, 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 bam. Dam, bam, 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 bam. Waha! Ab geht's, Leute! Wir wollen schließlich hier noch ein bisschen was erreichen, ja? Also der Auron... Der Schaden ist mir nicht mehr egal, was er da macht.
Das ist wirklich gigantisch. Huia! Obwohl Lulu jetzt auch gut aufholt schon. Also Ferrosbrett, Leute. Immer schön drauf rumdüsen, wenn's geht. Aber ich warte jetzt immer, glaube ich, bis ich da so zwei, drei Felder fahren kann. Weil immer ein Feld fahren, das zahlt sich nicht aus auf Dauer. Ich finde es komisch, dass sie jetzt gegenkommen, aber vorher nicht. Das hat mit der Szene von vorhin zu tun, glaube ich. So, man sieht, Auron ist jetzt auch ein bisschen flotter. Endlich mal. Und der Kimari kann jetzt auch endlich, naja, nicht so toll angreifen. Und stimmt, wir haben eine neue Tombola, nämlich die Angriffstombola, die zeige ich euch später. Nicht diesen Kampf hier. Weil die Angriffstombola, die ist für sehr viel Schaden. Die kann wirklich sehr viel Schaden austeilen. Ich meine wirklich viel. Nicht ein bisschen, viel. Hängt vom Angriffswert von Wacker ab. Wenn Wacker viel Angriff hat, macht die Tombola dementsprechend auch viel Schaden. Wenn Wacker wenig Angriff hat, macht sie wenig Schaden. Macht doch irgendwie Sinn. Oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht macht das doch keinen Sinn. Ah, oh, so sinnlos hier. Dum, 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 dum. So, wollen wir hier ein bisschen einfrieren. Ich bekomme zwar nicht viele Erfahrungspunkte, aber ich nehme alles, was ich kriegen kann. Eventuell werde ich sogar Kämpfe schneiden. Ich will nur wissen, ob ich jetzt da zurück kann. Wenn ich schon mal da bin, hier bei Speichersphären, MP aufladen. Danke sehr. So, weil jetzt müsste es gehen. Müsste haben, sollte, ne? So, endlich. So, zünd mal an hier! Das reicht sogar. Wow! Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das reicht. Moment! Kimari, wir wollen nicht, dass er gegen angreift. Also, Stummhieb. Könnte auch Schlafhieb machen. Ah, hat nicht mal funktioniert, schade. Das Gute ist, ein Schlafhieb dagegen schläft, solange bis er angegriffen wird. Oder drei Runden. Also physisch angegriffen. Dum, 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 dum. Warst du schon dran, Titus? Egal. Dum, 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 dum. Wie lädt er noch aus? Nicht mehr viel. Einfach Eisraub klatschen. Klatsch! Ah. Hab doch einen vergessen. Egal. Das ist nicht so wichtig. Ich will jetzt nur checken, ob ich zurück kann. Kann ich nicht? Ah, na gut, dann hole ich es halt später. Ist jetzt bei der Jose-Straße wieder. So, hab es lang gedauert. Da bin ich wieder. Auf der Jose-Straße. Am Speicherpunkt. Hab vorhin gespeichert, hab geschaut. 3 Stunden lang nicht gespeichert. Langsam wird das jetzt ein Running Gag, oder? Aber langsam, das ist ja ständig so. Hier sehen wir neue Gegner. Jetzt haben wir diese kleine Bienchen, die heißen Beißgeschmeiß und der Basilisk mit 2000 HP. Und jetzt wollen wir mal hier ein bisschen starten, nämlich mit der Angriffstombola. Man muss jetzt auf dem Rad drehen. Und die, wenn man dann 3x2 Hits hat, greift Wacker extrem oft an. Das ist gar nicht so einfach. Moment. Ah, zu früh. In diesem Fall, was ich jetzt habe, schlägt Wacker jetzt 4-mal mit seinem Ball dazu. Wenn ich 3x2 hätte, wäre es sogar, glaube ich, 12-mal gewesen. Also sehr oft. Das verdoppelt sich dann. Was richtig krass ist. So, dann wollen wir mal das Beißgeschmeiß. Das hat einen guten Ausweichwert, ne? Ja, ja, ja. Das hat einen verdammt guten Ausweichwert. Kommt Titus denn? Schauen wir mal. Ah, leider nicht. So, der gute Gegner hier kann Persus Blick. Ist Versteinerung. Wirkt nicht zu 100%, wie man gerade gesehen hat. Ohne ich schon mal dabei bin, glaube ich mal was hier. Nämlich eine Persus-Granate. Eine Persus-Granate macht eigentlich, dass alle Gegner versteinert werden, wenn man sie wirft, wenn man sie benutzt.
Ich weiß, es klingt ein bisschen komisch, aber es funktioniert so. So, der hat eine Eisschwäche, also Eis. Wenn ich ihn nicht treffe, dann machen wir halt mit Magie. Funktioniert toll. So, der Freund hier hat gar nicht mal so schlechten Angriff, wie man gerade gesehen hat. So, Blindhieb. Zack. Manchmal kommt wie diesen Gegner auch zwei. Das ist dann richtig krass. Wenn alle beide Perseus-Blick machen. Wenn alle beide auch noch treffen, dann ist es richtig krass. Weil dann ist das Ganze so ein bisschen glücksabhängig. Zack. Ich würde euch vorschlagen, hier einen Haufen Goldnadeln mitzuhaben. Oder den Zauber Medica. Weil Medica heilt jeden Zustand. Ich glaube, den habe ich sogar bei Lulu und Yuna und bei Tidus sogar. Ja, müsste ich haben, wegen der Weißmagie. So, die Gegner hier geben auch ordentlich. Advanced-Punkte, ich habe einen Mock bekommen, einen Vario-Mock für Lulu. Was macht denn der? Z-Angriff plus 3%, ja. Ist auf jeden Fall besser als wie der Mumba Blitz, den ich schon die ganze Zeit rumtrage. Jetzt habe ich einen Vario-Mock. Sieht genau aus wie der normale Mock. Nur, dass der hier halt mehr Zauberangriff hat. So, habe ich irgendwas sonst noch zum Ausrüsten? Konfusschutz brauche ich eher nicht. Schlafschutz hätte ich vorher gebraucht, aber jetzt nicht mehr so dringend. Was ich jetzt bräuchte, wäre ein Schutz vor Stein. Das wäre jetzt geil, wenn ich das hätte. Schlafwal, was? Also Schlafwal ist auf jeden Fall Schutz vor Schlaf. Da kann der Gegner machen, was er will. Das ist Schutz vor Schlaf. Okay, 90%, nicht 100, aber fast 100%. Was gar nicht mal so schlecht ist. Ich meine, es ist besser als wie gar nichts, weil Schlafwal, da jemand ein Einschussschläfer ist, verdammt unwahrscheinlich. Aber es ist möglich. Wir wollen uns im Tempel ausruhen, aber wir sind Abtrünnige. Keine Ahnung, ob sie uns überhaupt Zutritt gewähren. Ach ja, hier gibt es Monster, die Menschen verstehen. Ring der Starre erhalten. Das ist ein Ring für die Yuna. Dass man Schutz vor Stein hat. Steinwall, ja. Ich glaube, das ist sogar besser gerade als wieder Echoing, den ich jetzt rumtrage. Auch wenn der Echoing mir 10% mehr HP gibt, das brauche ich jetzt nicht. Steinschutz ist viel besser gerade in dieser Situation. Ja, sage, diese Gegner kommen auch sehr gerne im Doppelpack. Und dann heißt das aufpassen. So, Seismite. Dann drücken wir mal ein paar Tasten. Wieder langsam von der Geschwindigkeit her. Whee! Und Schaden ohne Ende. So, jetzt versuche ich mal den Schlafhieb. Müsste funktionieren. Ja. Der Gegner schläft jetzt so lange, bis er physisch angegriffen wird. Oder. Also die halbieren Blitz. Oh. Oder bis 3 Runden vergangen sind. So. Ein bisschen anzündieren. Erstes Blick, kann ich nicht viel machen, außer. Ja, abwarten und schauen, was passiert. Diesen Fall ist auch wenn es versteinert. Und wenn er jetzt physisch angegriffen wird, egal von mir oder vom Gegner, zerspringt er und kann im Kampf nicht mehr teilnehmen. Also wieder Medica drauf, dann ist er wieder da. Ist eine sehr witzige Art zu kämpfen. Aber Perseus, also das ist, kann schon heftig sein. So, zack. Und stimmt, Tidus hat eine neue Ekstase, dann muss ich euch doch gleich zeigen. Eine Ekstase, die sogar ziemlich interessant ist. So, der eine schleift noch, der Herr muss weg. Was, der lebt noch? 13 HP, dein Ernst, weg mit dir. Einfach nur weg. So, auch und war er schon dran. Lulu, komm her, er war auch schon dran. Egal, da war schon jeder dran, glaube ich, man ist. Ich passe gerade nicht auf. Ups! Das Gute ist, wenn man den Gegner magisch angreift, er schläft einfach weiter, als wäre nichts gewesen. So, sind aufgewacht und weg mit dir. Kein Problem. So, Siegeshymne erlernt. Der Wacker auch. Tidus kann es nämlich auch schon. Siegeshymne ist, wenn ihr einen Gegner tötet, erhöht sich eure Ekstaseleiste um einiges. Ob es besser ist als wie Kampfgeist? Ich sag mal, jein. Also, wenn es ein längerer Kampf ist, ist Kampfgeist besser. Wenn es ein kürzerer Kampf ist, ist es Sieghymne, die besser ist. Also, wenn ihr einen Gegner one-hittet, einen Schlag also umbringt, dann ist Siegeshymne besser als wie Kampfgeist.
Ansonsten ist Kampf das Beste. Das ist vor allem bei längeren Kämpfen so, dass Kampf das Beste ist. Ich glaube, bei Titus lasse ich sogar einen Kampfgeist da. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Einmal Kameraden will von mir, ich hoffe, er ist wohl auf. Das hoffe ich auch, mein Freund. Wer weiß, wo er sonst abchillt. Ah, ich wollte doch nur die Kiste hier haben. Nein, dann halt nicht. Ein Hinterhalt. Das hat Schlange mehr. So, dieser Gegner haben wir noch nicht so oft gesehen. Der feuert einen eiselementaren Strahl ab, der gar nicht mal so wenig Schaden macht. Das kann richtig Aua machen. Weil man eine schlechte Magieverteidigung hat. So, zuerst muss der mittlere weg, bitte sehr. Danke sehr. Dann muss der unten weg. Whoops! Dann heile ich mal mit der guten Lulu. Lulu, die Weißmagierin. Was? Naja, fast zumindest, ne? Die Heilung ist wirklich nicht schlecht. So, der hat zwar aber ein bisschen Feuer! Autsch. Aber kein Problem. So, Schlafhieb. Da müsste das eigentlich aushalten, ne? Ja. Sogar sehr gut. So, Yuna, komm mal her. Und tu am besten gar nichts. Also abwehren. In dem Fall. Obwohl das auch eine Aktion ist. Ist witzig. So, und bei Titus führe ich das Gemetzel durch. Oh yeah. Ah, die Leiste da ist ja richtig klein geworden. Upsi! Upsi! 3, 4, 5 Schläge! 6 Schläge! Ja. Das sind immer 6 Schläge. Die gar nicht mal so schwach sind. Also ist auf jeden Fall besser als das andere Ekstase, die dieses hat, nämlich das Haltohieb. So, dann schauen wir mal rein. 2 Phoenix-Federn halten. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Die Chose-Straße ist sehr lange. Und hier kommen dementsprechend auch viele Gegner. Ach Moment, ich müsste von diesen Gegnern doch was lernen können. Blaumagie, ja, werde ich gleich mal testen. Müsste eigentlich sein. Stimmt, ich vergesse ständig die Blaumagie. Kimari, das ist ein Job für dich, nämlich. So, dann machen wir mal. Nein, warte, bevor ich das mache. Einen Schlafen schicken. Bevor ihr irgendeinen Blödsinn heranstellt. Danke sehr. Ich finde das cool, dass man die Gegner mit Zuständen zupflastern kann. Da sind wir dann recht schräg. So. Marco, du greifst den anderen an. Danke sehr. Kommt nochmal Lulu raus zum Heilen. Dum, 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 dum. Danke sehr. Und jetzt müsste ich Dragonic eine Blaumagie lernen. Ja, Perseus Atem. Perseus Atem ist versteinern auf alle Gegner. Also ich könnte jetzt das machen hier. Perseus Atem. Aber ich behalte das mal für krassere Gegner. Bei Bosskämpfen funktioniert das allerdings nicht. Also die sind steinimmun meistens. Meistens, nicht immer. Aber sehr oft. Aber bei normalen Gegnern könnt ihr das durchaus mal versuchen. Und der Schlafhieb wirkt mal von Titus. Nice. Also Schwerter mit Zuständen zupflastern ist auch eine ziemlich geile Idee. Time to waste. Let's go. Muss ich noch mehr sagen? Ich habe Schlafwappen erhalten. Das ist für Lulu. Glaube ich. Ne? Ja. Hier bitte Schlafschutz. Na gut, ich tu's mal rein. Ist besser als die Blindschutz, weil ja, Lulu ja die Magierin ist. Da braucht sie keinen Blindschutz. Greift so selten physisch an, dass es man schon zählen kann. So, in der Ecke ist eine kleine, gut versteckte Kiste. Mit einem weiteren Blindwappen. Ist das besser als wie das, was ich hier halten habe gerade? Naja, nur bedingt. Es hat 2 Slots statt einen, aber sonst braucht man nicht. Lass uns mal so stehen. Dum, 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 dum. Ah, die Gegner kommen hier gar nicht mal so oft vor. I'll take you all on. Wenn du meinst. So, dann wollen wir mal nicht Blindheat machen, obwohl
Nee, der See ist so oder so weg gleich. Greifen wir den Eisgegner an. Und dann auf den Panzer. Putz! So richtig tief reinschlitzen mit auch unserer Waffe. So muss das sein. Bam, 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 bam. Und dann bei der Persos Atem funktioniert bei allen normalen Gegnern. Okay, es gibt ein paar Ausnahmen, aber so weit bin ich im Spiel noch gar nicht. Aber behaltet das im Hinterkopf. Wenn ihr Probleme habt mit dem Gegner, einfach Persos Atem machen und die sind weg. Einfach so. Stimmt, ich sollte mal mehr stehlen von den Gegnern, ne? Sollte ich mal machen. Bei Zeiten. Weil bei diesen Gegnern hier könnte ich zum Beispiel ein Utensil erhalten, was später wichtig sein könnte. Vor allem von diesen Eisgegner da. Aber ich stehle so selten gerade. Naja, weil es einfach keinen Schaden macht. Dafür gibt es die Ability Rauben. Die macht Schaden. Und stiehlt gleichzeitig. Es versteht sich von selbst, die leidsitzende Bevölkerung und Verletzten zu helfen. Natürlich gewähren wir den Abdrücken Übergewehrschutz in unserem Tempel. Wie nett von euch. Sie wurden hart genug bestraft und sollen nun wieder in unsere Mitte aufgenommen werden. Der Segen jeweils uns sein mit euch. Heilbroschen erhalten. Danke sehr. Weil wir gegen die Leidsitzende verstoßen haben, sind alle meine Freunde tot, nicht wahr? Sie sind tot, weil sie gegen Sinn gekämpft haben, nicht weil sie gegen irgendwelche Leidsätze verstoßen haben. Es war ein großer Fehler, uns auf die Verbote in Machina zu verlassen, oder Machina. Hier als Zeichen meiner Buße, das Medium soll es nutzen, oder das Samana. Ein Äther. Nehmen wir mal mit. Bei der Küstendefensive von Chose letztes Jahr hatten wir viele Tote zu beklagen. Letztes Jahr? Das haben wir schon. Ja, okay, sicher, das haben wir schon mal versucht, aber... Okay. Doch diesmal ist es kein Vergleich. Jemand hat uns bestraft. Das habe ich auf dem Schlachtfeld gefunden. Bitte benutze das. Mega Potion erhalten. Also, man könnte sagen, die versuchen das alle Jahre? Ich weiß es nicht, vielleicht. Dann jetzt reicht's mir, Leute. Ich führe den Persos Atem aus. Ein Okimari, raste aus! Oh, der ist sogar immun zu Stein. Ah, die zwei Pilze nicht. Die zerspringen jetzt einfach. Klatsch! Ich finde die Animation so geil. Die sind einfach zersprungen. Und können nicht mehr im Kampf teilnehmen. Das ist schon richtig nice. Jetzt kommt er mit seinem Persos-Blick. Oh, ging daneben uns mal. Glück gehabt. Und zack! Also ich habe komplett vergessen, dass dieser Gegner hier einen Steinschutz hat. Wie gesagt, es funktioniert auf den meisten Gegnern Persos Atem, ja? Aber nicht auf alle. Ich dachte, es kommt erst später. Man kann sich immer wieder täuschen im Spiel, ne? Vor allem, wenn man nicht das erste Mal spielt. Hust, 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 hust. Ich spiele schon Final Fantasy 10. Puh, habe aufgehört zu zählen. Aber das fünfte Mal ist es sicher schon. So. Farewell. Tschüss, Mann! Na, ich kann gleich auf dem Sphärobrett rumdüsen. Aber ich will jetzt endlich von der Joseph-Straße runter und zum nächsten Tempel reisen. Der hier rechts ist. Hey! How much longer till Xanarkand? Sehr weit. Still a ways. First down the Moonflow to the Guado city of Guado Salam. Then we cross the Thunder Plains to the Temple of Makalania. Oh, boy. And before that, we get to pray at the Temple in Jose. We can't just skip all that. Can we? Huh? Eher nicht. Mm-mm. I have to pray to the faith in every temple in order to earn the final Aeon. That's a summoner's training. She's got to prepare mind and body, all just to get ready for the final summoning. Hmm. Must be tough, Yuna. I'll be fine with you here. Willkommen im Chose Temple.
Oder Yevon Temple Chose. Ich sag lieber andersrum. Beziehungsweise. Hey, new guy. Noch nicht. Me? Who else? What can I do for you, boss? Was? Don't tell Yuna you know about Sin and Jekt. Huh? You know her. She would distance herself from you. We do not want that. I see. I think. Yeah, but even if I did say something, no one believed me, you know? Yuna would. Ah, you have a point. Come to think of it, did I really have to know about Jekt? What about my feelings? Better than you finding out at a critical moment, becoming emotional. What? Me? Emotional? I heard you were quite the crybaby. Yeah, maybe when I was a kid. Maybe even a little now. Just a little. Hey, I still don't buy your story, you hear? Okay. Ich sag mal nichts dazu. Kann das alles noch mehr Häuser sehen? Das kann man nicht bewerten, ne? So, jetzt aber offiziell. Willkommen im Chose-Tempel, Leute. Beim Pilgerpfad. Jetzt mal kurz auf den Sphärobett rumdüsen. Und dann schon den nächsten Part übergehen. Meine Güte, das vergeht hier richtig flott hier. Wenn ich mal hier bin, Retard-Hieb erlernen. Der Retard-Hieb ist sehr cool. Er verringert nämlich die Geschwindigkeit der Gegner, oder des Gegners. Es geht nur auf einen, nämlich. Und den Level 1 Ferro-Bass hier sprengen. Einfach mal so. Und soll ich das hier mitnehmen? Was ist das? Magie steigt um 4. Ich nehme es mal mit dann. So, und bei Tidus, endlich bekommt er mehr MP. Der Freund, der braucht es ja eh. Irgendwie reimt sich das ja. Zwar schlecht, aber es reimt sich. So, zack. Bisschen mehr MP, dann haben wir bei Wacker endlich auch mal hier. Bei der Magie. Das wird noch hier sehr spaßig werden. Hm, soll ich so eine Analyse rüberfahren? Nee, das zahlt sich nicht aus. Fahren wir hier rüber. Bringen wir dir die Dragonik bei, einfach so. Und ein bisschen mehr Abwehr gibt's auch dazu. Also Wacker fällt bis jetzt am schrägsten. Dann die gute Yuna, momentan stopp. Ich könnte jetzt noch eins nach links fahren und ein bisschen Angriffskraft mitnehmen. Ein bisschen MP, aber es zahlt sich nicht aus. Nee, nee, nee. Fahren wir lieber hier entlang. Zur hochwertigen Schwarzmagie. Oder höherwertigen. Die Vradinger. Feuerer, Eisrer, Blitzrer und Wasrer. Ein bisschen mehr Zauberabwehr. Ist auch nicht verkehrt. So, Lulu. Ist auch unterwegs. Jo. Wow, die ist schon fast da. Also irgendwie habe ich irgendwo eine Abkürzung genommen oder sowas. Das ist schon richtig schnell, wenn die Lulu jetzt vor der Yuna bei den Ra ist. Ist sie definitiv, ja? Wow. Das sage ich nur wow. So, ein bisschen mehr Geschick für Yuna, Lulu ist auch gut. Immer mitnehmen. Rocky Mari, der endlich mal ein paar Wörter gewechselt hat. Redet wahrscheinlich nicht viel, aber er tut es. Was glaubt er da nicht? Bekommt auch ein bisschen einen kleinen Boost dazu. Nebenbei, ich finde die Musik von Chose richtig gechillt. Da kann man sich zurücklehnen und chillige Musik hören. Gut, Leute. Bis zum nächsten Part, da werden wir wahrscheinlich im Chose-Tempel das kleine Rätselspielchen machen. Mal sehen.